warm draußen. Wir werden heute auf ein Kohlekraftwerk klettern. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Warum? Weil du schneist. Da kann die Person, die dich dann abholen will, einfach ihren Namen einfach. Ja, aber es gibt noch kein Auto. Das ist ein Problem. Taxis. Kleines Auto hier. Vier bis sechs. Es ist jetzt etwa 4 Uhr morgens oder es ist jetzt 3:30. Es ist noch ziemlich dunkel, es ist noch gerade feucht. Wir hoffen, dass es gleich ein bisschen trockener wird, aber das wird auch so okay sein. Wir haben alles gepackt, haben ein bisschen geschlafen, 2 Stunden nur, aber das reicht auf jeden Fall aus. Wenn ich spreche, halte ich rechts. Ja, er sagt, es fährt ständig Polizei auf und ab, aber... Okay. Ich bin Jana, ich bin Aktivistin bei Robin Wood und wir stehen heute in Moabit vor dem Vattenfall-Kraftwerk. Hier wird hauptsächlich Steinkohle verbrannt. Wir sind heute hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, nicht nur aus der Braunkohle-Energiegewinnung aussteigen müssen, sondern dass wir jetzt auch aus der dreckigen Steinkohle-Energiegewinnung aussteigen müssen und dass wir jetzt auf alternative Energien umsteigen müssen. Vattenfall gehört hier in Deutschland zu den 5 größten Energieproduzenten. Und wenn man nicht nur Strom, sondern auch Wärme berechnet, bezieht Vattenfall noch zu über 90% Strom und Wärme aus fossilen Energien, also aus den dreckigsten Energieträgern, die es gibt. Ich häng mich rein, ja? Zieh hoch, schnell. Menschen werden verdrängt, verlieren ihr Zuhause. Also einerseits hier die Verbrennung in Berlin, belastet Nachbarinnen und Nachbarn durch Stickstoffoxide, durch Feinstaub und durch Schwermetalle. Das findet aber nicht nur hier statt, sondern vor allem in den Ländern, in denen die Steinkohle abgebaut wird. Okay. Die sind jetzt das Kraftwerkgelände einmal runtergelaufen und hinten, man sieht es hier ganz gut im Hintergrund, das Gebäude auf der rechten Seite mit dem Logo. Eine Treppe hoch, die befinden sich jetzt oben auf dem Dach. Eine Greenpeace-Studie geht davon aus, dass europaweit etwa 3000 Menschen früher wegen Steinkohleverbrennung sterben. Jetzt gerade ist der Plan, dass dieses Vattenfall-Kraftwerk frühestens 2023 vom Netz geht. Das ist wesentlich zu spät. Eigentlich müssten wir jetzt aussteigen und jetzt einen genauen Plan vorlegen können, wie wir von fossilen Energien auf alternative Energien umsteigen können. 2017 konnten wir gemeinsam mit Protesten, mit der Politik zusammen erreichen, dass das Braunkohlekraftwerk in der Rummelsburg, Klingenberg, abgeschaltet wird. Und jetzt wollen wir gemeinsam erreichen, dass auch die Steinkohlewerke abgeschaltet werden. Zwei Kletteraktivisten von Robin Wood haben sich gerade am Kraftwerk Vattenfall in Moabit abgeseilt. Aktuell ist es aber so, dass schon ein Polizist oben ist. Ich glaube aber, dass wir das Transfer noch entrollen können. Wir hängen hier ganz gemütlich bei Sonnenaufgang. Hinten sieht man den Alex. Ja, wunderschön. Wie es flattert. Vattenfall, Steinkohle kann tödlich sein. In der schönen Zigarettenpackung aufmachen. Genau. Jetzt filme ich mal rum.
Seilwachen, ja. Menschen, Polizisten, Wand. Hey, tut dir nicht weh. Soweit, so gut. Wir haben es alle wieder heile vom Kraftwerk runtergeschafft. Jetzt gerade haben wir uns nochmal zusammengetroffen, um über die Aktion heute zu sprechen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns alle ein voller Erfolg war, dass wir stolz auf uns sein können und dass wir weiterhin kämpfen für Klimagerechtigkeit. Also wir waren auch nicht die Einzigen heute. Also Greenpeace hat in Grazweiler einen Bagger besetzt. Es wird viele Proteste am Wochenende geben mit großen Demonstrationen von Fridays for Future und Massenaktionen zivilen Ungehorsams von Ende Gelände. Und so können wir alle gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Ja.